Heute werfen wir einen Blick in die deutsche Unterwelt. Wer sind die Gangs, die sich in Deutschland aufhalten? Was ist ihre Geschichte? Und wer sind ihre Feinde? Wenn ihr einen zweiten Teil dieser Videoreihe sehen wollt, könnt ihr gerne das Video liken und in die Kommentare schreiben, welche Gang im nächsten Video behandelt werden sollte. Ich habe mir eine Mischung von aktuellen Gangs ausgesucht und Gangs, die früher ihr Unwesen getrieben haben. Ich glaube, dass nicht jeder alle kennen wird. Aber damit haben wir schon lange genug geredet. Wir starten in das Video. Um in das Video zu starten, begeben wir uns in die Hauptstadt Berlin. Heutzutage hört man nicht mehr von ihnen, doch Ende der 80er waren sie ein großes Thema in der Stadt, die Jugendgangs von Berlin. Die bekannteste Gang zu dieser Zeit waren wohl die 36 Boys, die Kings von Kreuzberg. Sie machten die Gegend sicher und unsicher zugleich. Die Straßen Kreuzbergs waren ihr Revier und Neonazis ihre Feinde. Gang war wie eine Familie. Die Geschichte der 36 Boys führt uns zurück in die späten 80er. Die Geschichte der Gang ist auch mit der Berliner Hip-Hop-Szene verbunden. Der Gründer der Gang war ein Junge namens Attila Aydin, aber man kannte ihn eher unter seinem Alias Maxim. Das ganze Leben von Maxim war mit der Musik verbunden und in seinen jungen Jahren entdeckte er die Kultur des Raps für sich. Damals war auch noch Graffiti ein großes Thema bei den Jugendlichen. Maxim war bei der Gründung der verschiedensten MC-Crews dabei, aber die bekannteste waren die 36 Boys, die eigentlich anfangs eine Hip-Hop-Crew waren, aber sie wurden schnell als eine Jugendbande bekannt. Die 36 Boys sprayten sich durch ganz Berlin und zu ihren Höchstzeiten sollen sie um die 300 Mitglieder gehabt haben. Sie kamen immer wieder in Auseinandersetzungen mit ihren Feinden um die Gegenden in Berlin. Es gab aber auch die 36 Boys Juniors, die dafür bekannt waren, dass sie ein höheres Gewaltpotenzial hatten. Die Jugendbanden von Berlin lösten sich jedoch mit der Zeit von selber auf. Die Mitglieder der Banden suchten sich entweder eine neue Berufung, aber einige blieben auch weiterhin kriminell. Der Berliner Senat setzte auch ehemalige Mitglieder der 36 Boys ein, damit diese die Jugend davon abhalten sollten, kriminell zu werden. Maxim hatte sich seiner Rap-Karriere gewidmet und er konnte auch viele Live-Auftritte spielen. Am Tag seines 33. Geburtstages passierte jedoch was Schreckliches. Er war mit seiner Ehefrau unterwegs und sie kamen in einen Streit mit einem 76-jährigen Mann. Der Streit eskalierte und der 76-Jährige verletzte Maxim tödlich durch ein Messer. Der Tod von Maxim und der Freispruch des Rentners sorgten für großes Aufsehen. Der Freispruch wurde damit begründet, dass er mit der Situation überfordert gewesen sei. Maxim galt als Integrationsfigur und er engagierte sich unter anderem auch stark gegen Gewalt. Zum Gedanken an Maxim wurde immer wieder der Maxim Memorial Jam abgehalten, wobei sehr bekannte Rapper auftraten. Es existieren aber auch Gangs in Deutschland, bei denen es weitaus brutaler zugeht wie bei den 36 Boys. Für diese begeben wir uns nach Stuttgart, wo schon seit einer längeren Zeit ein Gangkrieg tobt zwischen den verschiedensten Gangs. Wir sprechen hier unter anderem von den Black Jackets, der Red Legion und La Fraternidad. Die Black Jackets und die Red Legion gibt es in ihrer damaligen Form heutzutage nicht mehr. Die Black Jackets waren eine Rockergang aus Deutschland. Sie hatten strenge Regeln, straffe Hierarchien und Kontakte in die Unterwelt. Doch sie hatten keine Motorräder. Sie wurden bereits 1985 gegründet und sie sind in 12 Bundesländern mit ihren Chaptern vertreten. Optisch und organisatorisch erinnert bei ihnen alles an einen Rockerclub. Alles begann damals, als sich Jugendliche in einem Jugendhaus zusammensetzten und die Gruppierung gründeten. Um zu zeigen, dass sie zusammengehörten, zogen alle Mitglieder schwarze Bomberjacken an. Die ersten Auseinandersetzungen mit anderen Gangs kamen dann im Jahre 2009, als die Black Jackets etabliert und viel größer waren als zu ihrer Anfangszeit. 10 bis 15 Mitglieder sollen zwei Männer vor einem Jugendhaus zusammengeschlagen haben, die Opfer wurden schwer verletzt und es konnten auch nur zwei Täter gefasst werden. Im selben Jahr kam es auch zu einem weiteren Faustkampf auf einem Schulhof. 22 vermummte Mitglieder attackierten andere Personen, die vermutlich der rivalisierenden Gang La Fraternidad angehörten. Die Bande hatte sich wohl an diesen rächen wollen. Die Tatverdächtigen wurden kurz danach von der Polizei festgenommen, die mit einem Großaufgebot von 170 Männern eine Razzia durchführten. Es kam dann zu einem großen Prozess rund um diese Tat und einige Monate nach diesem Vorfall löste sich das Chapter Stuttgart South auf. Ein Jahr später kam es dazu, dass die United Tribunes aus Rottweil einige Mitglieder der Black Jackets angegriffen hatten. Kurz daraufhin mobilisierten die Black Jackets landesweit einige hundert Mitglieder, um sich zu rächen. Die Polizei schaltete aber noch früh genug und so konnten sie eine riesige Konfrontation vermeiden. Die Red Legion ist auch eine rockerähnliche Gang, die in den letzten Jahren für Aufsehen sorgen konnte. Sie zählte mehr als 100 Mitglieder, die meist kurdischer Herkunft waren und ihr Gebiet war der Raum Stuttgart.
Die Bande beteiligte sich am Machtkampf im Rotlichtmilieu und das Geschäft der Türsteherszene. Auch die Red Legion war in zahlreichen gewalttätigen Auseinandersetzungen in und um Stuttgart beteiligt. Zu ihren Kontrahenten zählten unter anderem die Black Jackets. Am 15. Januar 2012 kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Bar, wo die Red Legion auf die Black Jackets trafen. Es kam zur Verwüstung des Lokals und zu anschließenden Verhaftungen. Ein paar Monate später kam es dann zu einer Messerstecherei zwischen den beiden Gruppen, wo ein 22-jähriges Mitglied der Black Jackets tödlich verletzt wurde. Ein Jahr später kam es dann zum ersten Mal zum Einsatz von Schusswaffen. Alles spielte sich in Ulm ab. Die beiden Gruppen ließen die Situation wieder einmal eskalieren. Dieses Mal ging es so weit, dass ein Mitglied der Black Jackets seine Waffe zog und das Feuer eröffnete. Es brauchte ein Großaufgebot der Polizei, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Politik musste auch so langsam in diesen Fall eingreifen. Es passierten immer wieder Auseinandersetzungen und daher sprach der Innenminister ein Verbot gegen die Red Legion aus. Nach dem Verbot waren mehr als 160 Polizisten im Einsatz. Der Verein war aufgelöst und es war auch jede Tätigkeit untersagt worden. Zudem wurde auch das Vereinsvermögen beschlagnahmt. Ursprünglich waren die Black Jackets mit der bereits aufgelösten Gang La Fraternitat im Krieg. Doch nach dessen Auflösung schlossen sich viele Mitglieder der Red Legion an und so wurden diese immer mächtiger und konnten den alteingesessenen Black Jackets den Kampf ansagen. Für Hamburg gehen wir auch ein weiteres Mal in die Vergangenheit. Diese Geschichten sind mittlerweile lange nicht mehr erzählt worden. Daher finde ich es besonders interessant. Wir begeben uns zum Hamburger Kiez. Damals gab es unzählige Jugendbanden, die sich am Hamburger Kiez bekriegten. Es war ein neuer Trend, den zuvor noch niemand gesehen hatte. Die Hansestadt galt als eine Hochburg der Jugendkriminalität und einige Quellen gehen auch davon aus, dass dies einen bestimmten Grund hatte. Es war der Film The Warriors erschienen. Der Film erzählte von einer Straßenbande, die in New York ums Überleben kämpfte. Die Jugendlichen in Hamburg waren wohl von diesem Film inspiriert und waren begeistert davon. St. Pauli wurde dann zum Schauplatz von unzähligen Jugendbanden. Man konnte dort sehen, wie die Jugendlichen mit gleichen Klamotten durch die Straßen liefen, um zu zeigen, dass sie zusammengehörten. Viele hatten sich auch Bomberjacken gekauft mit ihrem Logo. Es zogen unzählige Gangs durch die Straßen von Hamburg. Sie waren des Öfteren auch mit Baseballschlägern bewaffnet und sie scheuten sich auch nicht vor Auseinandersetzungen mit den verfeindeten Banden. Die Behörden in Hamburg mussten sich insgesamt mit 20 Gangs beschäftigen und in Frankfurt herrschte das gleiche Problem zu dieser Zeit. Es kam auch einmal zu einem Kampf zwischen zwei Gangs, wo insgesamt 200 Jugendliche verwickelt waren. Die Frankfurter Polizei musste für diese Auseinandersetzung mit einem Großaufgebot anrücken, damit sie die Lage wieder unter Kontrolle bringen konnten. Es wurden sogar Helikopter und die Hundestaffel eingesetzt. Die angehenden Mitglieder der Gangs wurden meistens einfach auf der Straße rekrutiert. Es gab die Champs, Destroyer oder auch die Street Boys. Die Street Boys sind dabei wohl die bekannteste Gang, die es damals gab. Es gab damals auch nicht so richtig Gründe, warum die Jugendlichen immer wieder aufeinander losgingen. Es passierte einfach so. Die Jugendlichen blieben tagelang von zu Hause weg und verübten die verschiedensten Straftaten. Sie raubten, sie stahlen und bekämpften sich. In 1983 trafen sich die Oberhäupter der Banden, um eine gemeinsame Aktion zu starten. Sie planten alle zusammen einen groß angelegten Aufmarsch zu starten. Am 9. Januar war es dann soweit. Es trafen sich um die 300 Mitglieder der verschiedensten Banden. Es war als eine Machtdemonstration gedacht, denn sie marschierten einfach durch die Stadt. Die Behörden mussten schnell reagieren, denn sie waren auch überrascht von dieser Aktion. Sie konnten die Jugendlichen gerade noch vor dem Rathaus aufhalten. Die Szene der Jugendbanden änderte sich jedoch über die Jahre hinweg. Aus einigen Mitgliedern wurden zum Beispiel Rotlichtgrößen. Die Taten wurden immer schlimmer und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis es ganz eskalieren würde. Es gab ein Mitglied der Street Boys, der Professor genannt wurde. Das hatte den Grund, dass er als der Schlaueste der Gang galt. Er war sich unter anderem sicher, dass die Street Boys eines Tages an der Spitze stehen würden. Doch der Professor würde sich täuschen, denn die Polizei war in einem Schritt voraus und so verhafteten sie ihn. Die Anschuldigungen waren heftig. Er wurde in einem Mordfall verdächtigt. Es ging dabei um eine interne Aktion der Street Boys. Der Professor und ein weiterer Street Boy lauerten einem eigenen Mitglied ihrer Gang auf, der unter dem Namen Dino bekannt war. Dino hatte wohl einem Mitglied der Street Boys die Freundin ausgespannt und daher war es Zeit, ihm eine Lektion zu erteilen. Die beiden verprügelten Dino und dieser wurde so schwer verletzt, dass er starb. Diese Aktion war so ziemlich das erste Mal in der Geschichte der Jugendbanden, dass so etwas Schwerwiegendes passierte. Die Jungen wussten wohl mittlerweile, dass es einfach viel zu weit ging und daher löste sich eine Bande nach der anderen auf. Die meisten widmeten sich wieder ihrem normalen Leben und einige blieben weiterhin auf der schiefen Bahn.
Nun kommen wir zu einem der bekanntesten Motorradclubs der Welt, der mittlerweile auch schon seit einer langen Zeit in Deutschland etabliert ist. Der Mongols MC war vorerst ein Motorradclub, der nur in den Vereinigten Staaten existierte, doch auch sie wollten wie ihre Rivalen weltweit expandieren. Im Jahre 2010 kam der Mongols MC dann schlussendlich nach Deutschland. Mitglieder einer Großfamilie hatten den Ableger des Clubs gegründet. Ein Ex-Präsident sprach später davon, dass die deutschen Mongols relativ wenig mit einem Rockerclub zu tun hatten. Die meisten Mitglieder hatten nicht einmal Motorräder, es ging nur um die pure Macht und Revierkämpfe. Die Mongols kündigten an, den dominierenden Hells Angels den Rang abzulaufen. Eine treibende Kraft in den Reihen der Mongols war der Mitbegründer Mustafa B. Er war unter anderem auch eines der wenigen Mitglieder, die wirklich einen Motorradführerschein hatten. Der 38-Jährige verstarb jedoch auf tragische Weise bei einem Motorradunfall nur wenige Monate später. Der Konflikt mit den Hells Angels kochte weiter hoch, vor allem im Jahre 2011. Die Mongols gründeten ein Berlin-Chapter. Kurz darauf fand die Polizei Sprengstoff, der womöglich für die Hells Angels bestimmt war. Daraufhin wurden mehrere Mongols festgenommen. In Bremen gerieten die Mongols auch weiterhin unter Druck. Das Stadtamt verfügte über ein Verbot der Bekleidung des Rockerclubs und kurz daraufhin ein Verbot für die ganze Stadt. Die Behörde stellte fest, dass der Zweck des Vereins einzig und allein darin liege, Straftaten zu begehen, und daher wurde das Verbot beantragt. In 2016 kam es dann zu einer weiteren Auseinandersetzung mit den Hells Angels. Der Vizechef der Mongols wurde überfallen und schwer verletzt. 2 Jahre später folgte dann die Rache. Es fielen mehrere Schüsse, die für den Hamburger Boss der Hells Angels bestimmt waren. Er konnte diese Aktion jedoch schwer verletzt überleben. Der Schütze gestand später, dass er den Auftrag für den Hit von den Mongols entgegengenommen hatte. Besonders in Niedersachsen hatten die Behörden Probleme mit den Rockerclubs. Mehrere Rockergruppen wurden dort stetig von der Polizei überwacht, da diese ein kriminelles Potenzial aufwiesen. Ende 2021 waren 5 internationale Rockergruppen in Niedersachsen aktiv. Im Jahr 2016 kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den Hells Angels und den Mongols. Dieses Mal wurde ein Mitglied der Mongols in eine Falle gelockt. Das Angebot war einfach zu verlockend. 2 Damen hatten ihn eingeladen, sich mit ihm zu treffen. Das Problem dabei? Es war eine Falle. Als der Mongols-Rocker ankam, warteten nicht die 2 Frauen auf ihn, sondern 7 seiner Feinde. Die späteren Täter sollen Unterstützer der Hells Angels gewesen sein. Sie verletzten ihr Opfer schwer und zum Schluss warfen sie ihn vor eine Klinik. Unmittelbar nach der Tat konnten bei einer Sofortfahndung 2 Tatverdächtige festgenommen werden. Sie wollten wohl offensichtlich noch den Tatort reinigen und dabei liefen sie der Polizei ins Netz. Der Höhepunkt des Konfliktes zwischen den beiden Rockerclubs spielte sich zwischen den Jahren 2015 und 2016 ab. Die Behörden hatten die Befürchtung im Jahre 2015, dass sich ein Rockerkrieg anbahnte. Der Mongols MC hatte den Hells Angels nach Erkenntnissen der Polizei den Kampf angesagt, wie die Bild berichtete. Die Hells Angels sollen daraufhin unzählige Mitglieder rekrutiert haben und sie sind wohl auch in eine Allianz mit einer weiteren Gang eingegangen. Der Satudara MC war auch einer von den bekanntesten Rockerclubs, die Deutschland zu bieten hatte. Er war aber auch der erste Rockerclub, der deutschlandweit verboten wurde. Alles begann am 3. Juni 2012, als der 20 Mann starke Brotherhood Clown Town in Duisburg geschlossen zum Satudara MC wurde. Es war das erste Chapter auf deutschem Boden. Daraufhin wurde eine Feier abgehalten, auf der 250 Personen erschienen. Ein Jahr später kamen sie schon in ihre erste Auseinandersetzung mit den Hells Angels. Alles spielte sich in Duisburg ab und es eskalierte schnell. Die beiden Clubs bekriegten sich mit allem, was sie hatten. Es begann alles, als unbekannte Personen auf das Clubhaus des Satudara MC schossen. Kurz darauf kam aber die vermeintliche Rache. Es attackierten bewaffnete Personen einen Kiosk, der dem Umfeld der Hells Angels zugeschrieben wurde. Davor kam es schon zu einer Massenschlägerei zwischen den beiden Clubs. Die Behörden gingen davon aus, dass die Fehde hochkochte, dass Satudara-Anhänger im Internet die Platzhirsche der Hells Angels beleidigt haben sollen. Es soll aber auch um Revierstreitigkeiten gehen. Duisburg gilt nach Berlin als umkämpfte Rockerhochburg. In dem ebenso großen wie umsatzstarken Rotlichtviertel der Stadt stehen sich die verfeindeten Motorradgangs seit Jahren auf den Füßen. Doch die Geschichte des Satudara MCs war nicht von Langlebigkeit geprägt. Im April des Jahres 2013 wurde der Anführer der Rocker festgenommen und danach zeichnete sich das Ende des Rockerclubs so langsam ab. Dann 2 Jahre später teilte der Bundesinnenminister seine Entscheidung mit der Öffentlichkeit. Der Satudara MC wurde landesweit verboten. Die deutschen Teilorganisationen der eigentlich in den Niederlanden beheimateten Gruppierung seien mit sofortiger Wirkung geschlossen und das Vermögen des Clubs wurde auch eingezogen.
Deutschland wurde somit zu einer No-Go-Area für die Rocker. Es durften keine Symbole oder Kutten mehr gezeigt oder getragen werden. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat Satudarah genau beobachtet, konsequent ermittelt und die nötigen Beweise gesammelt, lobt der NRW-Innenminister das Vorgehen seiner Beamten. Diese intensiven Ermittlungen haben wichtige Erkenntnisse gebracht und damit die Basis für das bundesweite Verbot geliefert. Damit geben wir ein klares Signal an diese Banden. Ihr seid im Visier, Bund und Länder handeln, gemeinsam und entschlossen. Sie gelten neben den Hells Angels als größter und gefährlichster Rockerclub Deutschlands. Wir sprechen hierbei von den Bandidos. Es gab Zeiten, da schossen die Hells Angels und Bandidos aufeinander, was darin resultierte, dass mehrere Rocker auf den Straßen starben. Hierbei ging es auch wieder um die Vorherrschaft im Rauschgifthandel und im Rotlichtmilieu. Die Bandidos haben sich mittlerweile weit in Deutschland verbreitet. Sie hatten zu ihren Höchstzeiten 73 unterschiedliche Chapter, wobei die Hälfte mittlerweile verboten ist. Die Presse sprach bei der Auseinandersetzung zwischen den Hells Angels und Bandidos von einem Rockerkrieg. Im ersten Halbjahr von 2008 wurde vor dem Landgericht Münster ein großer Prozess abgehalten gegen Mitglieder der Bandidos, da sie ein Mitglied der Hells Angels erschossen haben sollen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, kam es zu einem Großaufgebot der Polizei, doch es kam schon am ersten Verhandlungstag zu einer Schlägerei zwischen den beiden Gruppierungen. Die Hells Angels und die Bandidos lieferten sich immer wieder Auseinandersetzungen auf den Straßen. Die Fehde in Köln soll durch ein Zufallstreffen ausgelöst worden sein. Der Bandidos-Präsident traf zufällig auf einen Rivalen der Hells Angels. Statt zu diskutieren, zogen beide ihre Waffen und feuerten aufeinander. Der kurze Showdown endete unentschieden und unverletzt suchten die Schützen das Weite. Daraufhin soll die Fehde erst richtig hochgekocht sein. Noch am gleichen Abend durchsiebt ein Bandido ein Café, das den Hells Angels zugeordnet wird. Es ist einem Wunder gleichend, dass bei dieser Aktion niemand verletzt wurde. Die Täter entkamen vorerst noch unerkannt. Die Bandidos sollen laut den Ermittlungen eine brutale Verdrängungsstrategie gegen Rivalen aus dem Rockermilieu gefahren sein. In Dortmund kam es zu einem Machtkampf mit einem Clan. In der Innenstadt kam es dann zu einer Konfrontation, wo zwei Bandidos ein Clanmitglied durch die Innenstadt verfolgten und dieses dann schwer verletzten. Dann kam es zu einem Racheakt. Dem Angreifer wurde kurz daraufhin ins Bein geschossen. In 2018 kam es dann zu einer Auseinandersetzung in Hagen gegen die Freeray Raiders. Es ging wie immer um die gleichen Themen. Die beiden Kontrahenten schossen auf offener Straße aufeinander. Es gab zahlreiche Verletzte, etliche Anklagen und Prozesse. Die Befehle sollen laut den Ermittlern aus dem West Central Chapter gekommen sein. Diese strukturierten die Bandidos, wie sie sie brauchten, und setzten ihre Männer da ein, wo sie gerade benötigt wurden. Es wurde auch eine Alarmkette auf dem Handy eingerichtet, damit die Bandidos zeitnah auf Konfrontationen reagieren konnten. Hier sollte eine 20-Minuten-Regel greifen. In dieser Zeit mussten die Mitglieder der Bandidos auf die Anrufe reagieren. Bei Verstößen drohten harte Strafen. Die Führungsebene des West End Chapters musste sich mittlerweile vor dem Landgericht Hagen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verantworten. Der Bundesinnenminister handelte auch gegen die deutschen Bandidos. Die mächtigsten Chapter der Bandidos wurden verboten und ihr Vermögen wurde beschlagnahmt und etliche Vereinsheime wurden geschlossen. Um einem Vereinsverbot zuvorzukommen, hatten die Rocker offiziell ihre Auflösung bekannt gegeben. So, das soll es dann mal wieder mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch heute ein paar Gangs der deutschen Unterwelt vorstellen konnte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr von allen Gangs und ihren Geschichten gewusst habt oder ob es was Neues war. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten.